Dann heißen wir euch mal wieder herzlich willkommen zurück zu einem Fressstream. Und zwar haben wir ja vor ein paar Wochen ein Ready-to-Eat-Meal der deutschen Bundeswehr aufgemacht und probiert. Ihr erinnert euch vielleicht dran. Und wir haben weitere noch bekommen von unserem Zuschauer Eskradin. Und zwar noch zwei vom US-Militär und eine Rationsbox von dem französischen Militär. Heute machen wir uns bei den Amis rein und testen heute an das Menu 10 Chili and Macaroni. Da schauen wir heute rein. Das ist ein MRE, kurz für Meal Ready to Eat. Ich weiß nicht, ob hier Essen für den ganzen Tag drin ist. Wenn ja, dann sind die Rationen deutlich kleiner oder kleiner zusammengepackt, als die Deutschen und Franzosen das haben. Da gucken wir rein. Ich habe privat schon ein paar dieser Videos gesehen, wo Leute das machen. Und die US Army Sachen waren immer sehr, sehr krass bewertet und die haben das alle sehr lecker empfunden. Und das werden wir heute auf die Probe stellen mit euch. Wir machen das auf, probieren ein bisschen was aus. Neu bei dem Ding im Vergleich zu den Deutschen ist, dass du hier auch so diese Bags hast, wo du Wasser reinkippst und das erhitzt sich von alleine. Da ist irgendwas drin, dass das heißer wird. Ja. Aber was ist das? Sagt, die kriegen 3 davon am Tag. Ach, die kriegen 3. Also ist das wirklich nur eine Portion, okay. Das ist aber, hast du einen großen Hunger? Weil ich habe halt vorhin schon ein bisschen was gegessen. Was hast du gegessen? Die. Da. Die Nudeln. Ja. Alles das, was weg war. Nein, das war mit Papa geteilt. Ach so, okay. Aber trotzdem habe ich jetzt Hunger. So, schauen wir mal rein. Wir haben ein Bag mit Chili Macaroni. Das wird die Soße sein. Dann haben wir hier ein Bag mit. Da sind die Nudeln schon drin. Als ob. Doch, fühl mal. Nein. Doch. Da ist nichts drin. Doch. Fühl doch hier. Ah, doch, da war eine Nudel. Okay, das sind die Macaronis, scheinbar. Dann können wir aber vielleicht sogar 2 amerikanische machen. Ja, können wir vielleicht wirklich machen. Das ist eine gute Idee. Dann haben wir hier wieder so ein Bag mit Kaffee und Salz und 2 Kaugummis. Oh mein Gott, Twizzlers Nips Candy mit Kirschgeschmack. Ehre. Da haben wir einmal Cheese Spread with Jalapenos. Boah, das ist ein richtig scharfes, eine scharfe Packung, ne? Ja. Chili, Jalapeno. Dann haben wir Teriyaki Beef Stick. Boah. Das ist wie eine Beefy. Guck mal, wie klein die eigentlich ist. So eine riesen Packung dafür. Dann haben wir, das wird irgendein Brot sein. Oh mein Gott, Steve. Was denn? Das ist ein Trans Fat Free Lemon Poppy Seed Pound Cake. Was? Ein Kuchen. Ach, das ist das Ding zum Warmen. Ja, das sind diese Dinger, die, wenn die mit Wasser in Berührung kommen. Ah, hier ist sogar eine Anleitung drauf. Sag mal, wie viel ich holen muss. Hol einfach mal 1 Liter oder so. Steht hier, glaube ich, nicht drauf. Wie genau? Das ist ja eine chemische Reaktion. Du kippst da Wasser rein und dann wird der Kram heiß. Und dann schüttelst du das durch und hast eine warme Mahlzeit. Also das haben wir einmal. Dann haben wir Carbohydrate Electrolyte Beverage Powder. Orange, also so ein isotonisches Getränk. Okay, also aber auch, guck das mal an. Das ist alles, was da drin ist. Ja, ich glaube, du füllst das halt direkt hier rein, oder? Kann sein. Dann haben wir hier Hot Beverage Bag. Okay, da kannst du wahrscheinlich den Kaffee drin machen. Chili Macaroni. Da hast du einmal, ist das denn einfach nur so ein Ding? Okay, das vielleicht zum Halten, wenn man es da reintut, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Hier stehen nochmal die Nutrition-Werte drin von dem ganzen Meal. Dann haben wir hier noch Vegetable Crackers. Okay. Okay, also hole ich einmal was für das Getränk und einmal was für die Box, ne? Und einen Löffel. Das ist eine exotherme Reaktion, das ist völlig richtig, nicht lange. Denn eine endotherme Reaktion ist eine chemische Reaktion, in der Hitze von außen in die Reaktion reingezogen wird, während eine exotherme Reaktion eine chemische Reaktion ist, bei der Reaktion Hitze nach außen abgegeben wird. Ich hatte ein halbes Jahr Chemie, das ist das Einzige, was ich behalten habe. Weil dann unser Chemielehrer einen Edding 500 an die Stirn von meiner Mitschülerin Greta geworfen hat. Er wollte angeblich diesen Edding aus dem Fenster hinauswerfen. Das Fenster war aber 5 Meter hinter und 7 Meter rechts von der armen Greta. Und der hat daraufhin seinen Job verloren. Deswegen habe ich leider nur auf dem Gymnasium ein halbes Jahr Chemie gehabt und habe nur gelernt, was ein Tetraeder ist und exotherme und endotherme Reaktionen. Und bei dem hat sich die gute Sabine noch die Hand abgefackelt beim Bunsenbrenner-Führerschein. Duisburg. Physik war genauso. Okay, das wird dann wahrscheinlich doch deutlich schneller gehen als die anderen Sachen. Deswegen machen wir heute vielleicht doch auch nochmal Chance, das Menü 7 nach. Da sind drin Beef Strips in a savory tomato-based sauce. Steve, ich glaube, ich mache erstmal die Crackies auf, okay?
Wobei im Feld haben die auch nicht immer ein Messer dabei, oder? Wobei doch, als Soldat hast du ein Messer dabei, oder? Aber wir gehen mal in die Crackers rein. Oh, das wird wieder eine Sauerei hier, Steve. Okay, die sehen eigentlich genauso aus wie die... Oh Gott. Wie die Bundeswehr, wie hieß die nochmal? Hardkekse oder so? Hardkekse. Käse drauf. Schreibt ja. Estradin. Ich versuche mal so zu brechen. Wo war denn der? Willst du erstmal einen so probieren? Ja. Wir machen erstmal einen normalen Test. Finde ich aber leckerer. Als die Deutschen. Ja, weil die ein bisschen Gewürz haben. Da ist ihr ein Gewürz drin, das stimmt, ja. Mhm. Ja, und jetzt machen wir einen Käse drauf. Boah. Ich glaube, der könnte dir zu scharf sein, Steve. Kann sein, ja. Hm. Ist aber gar nicht scharf. Nee, scharf ist es nicht. Ich finde es aber geschmacklich ganz geil. Also der Käse sieht wirklich nicht appetitlich aus, wie der da rauskommt. Aber geschmacklich ist der eigentlich ganz geil, oder? Ja, hast du noch ein Stück? Also so als Snack für zwischendurch will ich mir das reinfegen. Also das kannst du mir hier lassen, das snack ich nachher noch beim Zaun. Ja, dann mach das. Das ist Cheddar Cheese, auf Basis vom Cheddar Cheese. Also das schmeckt tatsächlich ganz gut. Also wirklich jetzt. Wenn es das beim Frühstücksbuffet geben würde, beim Hotel, würde ich mir da eins von holen. Mhm. Was hast du jetzt? Low-Fat-Snack. Twizzlers. Cherry. Habe überall Käse an den Fingern. Twizzlers. Das schmeckt wie früher diese Bonbons, die man in der Apotheke bekommen hat. Diese roten Bonbons. Du meinst die Lutscher nach dem Zahnarzt, diese ganz billigen? Nee, ich meine in der Apotheke diese Kirsch... M.O.I.K.? Ah ja, genau. Hä? Ja, genau so schmecken die. Also mich erinnern die, kennt ihr diese ganz billigen Lutscher, die du nach dem Zahnarzt bekommen hast? An so einem weißen Stiel, wie so ein Q-Tip und obendrauf so ein Mini-Klecks von diesem Lutscher. Ich finde, die schmecken so. Aber finde ich nicht so geil. Nee, ich fand die Lutscher so geiler. Aber Kirsche ist vielleicht auch nicht so meins. Nee, meins auch nicht. Aber wenn du irgendwo da im Feld rumsitzt, ja, klar. Bist du froh, wenn du eine Süßigkeit hast, glaube ich. Das stimmt. Was war das hier nochmal? Das war der Cake. Oh mein Gott, gib her. Oh mein Gott. Und am Ende können wir nochmal einen Kaugummi probieren. Ja. Jetzt gibt's Cake. Oh mein Gott, mit Mohn, Steve! Echt? Da ist Mohn drin. Bist du sicher? Ja, das ist safe Mohn. Also ist doch Mohn, oder nicht? Oh mein Gott, Steve, da kriegst du wirklich nur eine Ecke von. Der ist 10 von 10. Echt? Der ist aber noch saftig in der Mitte. Ich nehme mir nur so ein Stück. Ist das echt Mohn? Ja. Magst du nicht? Hä? Ich finde den ultra geil. Ich finde, der schmeckt nur nach Zitronat. Ist doch geil. Ich hau den jetzt weg, ist mir egal. Ja, mach das. Alter, der ist richtig gut. Den würde ich mir kaufen. Wenn es den an der Tanke gibt, so wenn er... einen langen Roadtrip hast und du hast ja da die komische Beefy-Kalzone oder so und das ist daneben, ich will mir das holen. Zitrone ist geil, Mono ist geil. Also bis jetzt liegt USA weit vor Deutschland bei mir. Was hast du? Die Beefy? Beefstick. Mhm. Mach ich auf, ne? Mhm. Ach, das ist nochmal eingepackt. Sieht aber nicht so lecker aus. Ne, das sieht wirklich nicht lecker aus. Das sieht aus wie Hundefutter. Kannst du mal gleich deine Krümmel da wegmachen? Hier? Ja. Warum? Ja, weil das voll assi aussieht. Ja, wir essen ja. Also ohne Scheiß. Also das sieht aber wirklich nicht appetitlich aus. Hm, riecht auch nicht so geil. Was? Das Geräusch oder was? Beiß mal rein. Das ist wie so eine Folie drumherum. Also vom Geschmack her geht sogar. Geht, ja. Also Geschmack geht. Also man muss sagen, ist aber nicht trocken. Nee. Das ist nicht furztrocken oder so. Willst du noch ein Stück? Nee. Okay. Also es ist nicht... Also geil ist es wirklich nicht. Geil ist es nicht, aber es ist okay. Lies mal das Was? Foto. Das ist, by the way, für die K9-Hunde von Soldaten. Ach, Quatsch. Bulls Teriyaki Beefsteak. Als ob die K9-Star Teriyaki Beefsticks bekommen. So ein Quatsch.
Also hier ist noch so ein Geraffel drin und das war's dann eigentlich. Aber dann machen wir safe noch ein zweites. Ja, ja, safe, halt. Das war jetzt nichts. Willst du das hier machen, Lenny? Ja, keine Ahnung. So, kann ich Fenster aufmachen? Ja, also Eskadin hat gesagt, das sollen wir nicht innen drin machen, weil... Das raucht? Das raucht irgendwie. Dann haben wir ein YouTube-Video gesehen, wo Soldaten das gemacht haben. Und die haben das auch indoors gemacht. Ah, hier steht, Vapors released by the activated heater contain hydrogen, a flammable gas. Do not place an open flame in the vapor. Vapors released by activated heater can displace oxygen. Also ist hier der Sauerstoff dann weg. Ja, perfekt. Hast du hier einen Feuermelder? Remove MRI pouch and paperboard sleeve from MRI. Was? Ich hab nicht so gehört. Remove MRI pouch and paperboard sleeve from MRI. Das Paperboard sleeve ist das da, das ist weg. Ja, das musst du da drum machen, damit du dich nicht verbrennst, ja, oder? Tear off top of bag habe ich gemacht. Place MRI pouch in bag with heater. Ja, das hier muss er jetzt da rein tun. Ja, also das soll ich im Bag aber. In bag with heater. Ja, das, ja, steckst also das du steckst, da rein. Okay, das stecke ich da rein. Guck mal, Eskradin hat auch geschrieben, Mahlzeit reinmachen, Wasser bis zur Linie zurollen und warten. Wie zurollen? Okay, es ist drin. While holding MRI pouch and heater above lines on back, pure water into back until it reaches a level between lines. Hier ist eine Linie. Hier ist eine Linie. Wo? So wenig nur? Nein. Habe ich die falsche Seite aufgerissen? Nee, das war oben. So was, wenig was nur? Nur bis hier. Und wie soll das hier oben dann heiß werden? Als ob? Nein, das stimmt doch nicht. So, aber wir können ja erstmal trocken. Dann soll ich das hier rüberfalten? Achso, du schüttelst dann wahrscheinlich wie ein Kranker. Also guck, der macht da ein bisschen Wasser rein. Stuff assembly into sleeve with top of bag folded over auf MRI. Also falten wir das dann so rüber. Ich mach mal so, wie ich meine. Eskadin sagt, ob stimmt. Dann stecken wir das da rein. Nicht? Dann kannst du das hier so nachher zumachen. With heater underneath MRI hold sleeve. Level until heater feels warm or until 1 minute elapses. To prevent water from escaping and to maximize heat output, always keep heater located underneath MRI bag. Okay, also das muss unten bleiben. Okay, ich habe vergessen, Geschirr zu holen. Ja. Ich geh nochmal kurz. Ich hab gesagt, Papa, wir fackeln jetzt den Keller ab. Und er so, was? Was macht ihr? Der ist jetzt auch schnell in den Stream gekommen. Ja, dann gib ihm. Du musst nur bis da. Sagen, ne? Ja. Okay, ihr seht jetzt nicht alles, aber ihr seht ja, dass Wasser reingeht. Do not overfill, ne? Zwischen den Lines. Ja, du musst sagen, und nicht gegen die Kamera. Ich sehe das von hier oben nicht. Ich sehe auch nichts. Sag stopp. Ja, mach erstmal rein. Ich mach langsam. Nee, du musst schnell. Stopp, ey, schon zu viel! Mann, Lenny! Ja, wie, Mann, Lenny? Ja, okay, jetzt haben wir. Du solltest stopp sagen. Ja, du hast direkt 8 Liter da reingekippt. Wir haben jetzt dreimal so viel, wie wir durften. Ja, dann tu wieder was zurück. Geht nicht. Jetzt zu spät. Na. So, jetzt haben wir so, und jetzt? Lennart. Ja. Mach ein bisschen was raus. Wohin? Ja, wieder hierhin zurück. Das soll man nicht trinken, das Wasser. Ja, das ist ja nur zum Auffüllen, das Trinken. Ja, jetzt zu spät. Steve, du fucking Idiot. Mann, du hattest eine Aufgabe. Hier wird auch nichts heiß, hier wird nichts heiß. Ja, dann warte doch einen Moment noch. Hier passiert nichts. Ja, mach das in der Zeit in deine Heatpack da. Hier passiert gar nichts. Also wirklich, clean. Ist arschkalt. Also wirklich, da wird nichts warm. Hätten wir das irgendwie noch auspacken müssen oder so? Nö. Ah doch, jetzt langsam. Ah, das, aber jetzt fängt es auch an zu stinken. Ja. Jetzt wird's. Oh Gott, das wird richtig heiß. Aui, Papi! So, jetzt rein da. Was die Soldaten machen das auch so? Ich glaub nicht, ne. So, jetzt einfach so warten, ja? Ja. 5 Minuten warten. Also jetzt kann ich jetzt so warten, ja, mit dem umgeklappten. Oder fliegen wir das nach um die Ohren? Wir hätten uns was für die Zeit aufbewahren sollen. War noch irgendwas Cooles in dem Kleinen oder nur Tee, Kaffee und so? Ah. Was ist das hier? Okay, das ist wirklich nur ein Tuch oder ein Verband oder so. Wir haben Sugar. Wir haben Freeze-Dried Coffee. Wir haben auch noch das Getränk, Steve, hier. Ach ja, das können wir machen. Das Getränk haben wir noch. Ein anderes. Ein Moist Towel. Ein Creamer. Kaffee-Creamer. Die roten Kaugummis sind Zimt-Kaugummis. Zimt-Kaugummis? Zimt-Kaugummis? Was ist das denn? Boah, das stinkt aber richtig jetzt.
Ja, wenn ich, hier wenn ich pupse, schlimmer. Liegen. Wenn ich pupse, schlimmer. Ja. Aber wir haben hier ein Fenster rechts von uns auf, also. Riech mal. Oh nein, schon ein bisschen daneben gekippt. Kannst du das wegschmeißen? Ja, Steve, du machst ja auch Sachen, man sieht gar nicht, was du machst. Wir sind im Livestream. Du machst hier off-cam irgendwelche Sachen. Ich bin nicht so ein Top-Streamer wie du. Ja, also Steve hat gerade das Pulver, was hier drin war, was ihr leider nicht gesehen habt, in das Glas gekippt, was ihr nicht gesehen habt. Deswegen haben wir jetzt hier ein orangenes Glas Wasser. Und das war Carbohydrate Electrolyte Beverage Powder. Hast du irgendwas hier? Ja, Zevas. Halt mal. Steve! Du bist da dran. Steve ist da. Ja, halt mal kurz. Zeva. Hinterm Monitor. Ich koste mal. Bah. Deutschen Safe Call viel geiler. Also das ist es absolut nicht. Da schmeckt jede Brausetablette Multivitamin besser. Nee, das ist echt nicht lecker. Also das ist ekelhaftes Zeug. Das ist das Einzige bis jetzt, wo ich sage, das war beim Deutschen ein Mann-Paket besser. Also das ist wirklich auch nicht süß oder irgendwas. Das schmeckt einfach nur Kacke. So, waren das denn jetzt? Waren das 5 Minuten? Ja. Sicher? Ja. Ja, brutzelt auch nicht mehr so doll. Es waren schon 5. Es sind sogar schon 6. Oh, aber es ist qualmend. Ja, ist qualmend. Und wie holst du jetzt nur das Paket raus? Das überlege ich jetzt. Boah, das dampft aber ganz schön. Ja. Das sehen die gar nicht. Ah, doch. Ah, jetzt. Ja. Also das hat... War das eine exotherme oder endotherme Reaktion, Steve? Weiß ich nicht. Exotherm. Ja. Haben die schon vorgesagt im Chat. Ich denke mal, das Wasser, was da rum ist, sollte man nicht naschen, ne? Ne. Deswegen haben wir nur einen Teller, ja? Das ist unser Abstellteller. Das ist der Naschi-Naschi-Teller. Da sind jetzt unsere Macaroni and Cheese drin. Ich hoffe, ihr seid auch bereit. Jetzt gibt's Macaroni and Cheese, heiß gemacht mit Wasser und einer exothermen Reaktion. Oh, lecker. Sind die denn warm? Ja. Also ich denke, eigentlich reißt man das Ganze auf und nascht es wahrscheinlich direkt aus der Tüte. Die haben ja keinen Teller oder so. Mhm. Aber damit ihr das mal besser sehen könnt. Das ist unsere Portion Macaroni Chili Cheese. Ich sag's euch, bei der deutschen Bundeswehr bekommt man mehr Essen. Ja, da ist es aber auch für den Tag. Guten Appetit. Aber ist echt voll gut warm. Ja, aber es ist so. Schmeckt wie Dosenravioli. Ein bisschen schärfer, ne? Ja. Also Geschmacksrichtung der Soße und so ist wirklich 1:1. Maggi-Dosen-Ravioli. Was? Was denn? Nichts. Also da ist auch sowas wie Fleisch drin, wie Hack oder so. Das ist wie Bollo eigentlich. Ja. Aber hat schon ganz gute Schärfe, ne? Ich finde es auch scharf, ja. Also wenn ich das kriegen würde und den ganzen Tag noch nichts gegessen hätte, das ist ja voll krass. Also und hier kriegt man wenigstens warmes Essen. Bei der Ein-Mann-Tagesration von der Bundeswehr war nichts Warmes dabei. Außer man hat eine Mikrowelle. Hätte man aber warm machen können. Ja. Also da waren so Streichhölzer und so dabei. Wie lange ist das Zeug eigentlich haltbar? Ewig. Also ich habe YouTube-Kanäle gesehen, da haben die 30 Jahre alte MAIs haben die noch genascht. Die knallen da halt auch irgendwelche Konservierungsstoff rein, frag mich nicht was. Das hält echt ewig. Boah, das ist aber echt scharf. Mhm. Ich nehme noch einen Löffel, den Rest kannst du dann haben. Also die Macaronis sind unglaublich weich. Ne? Mhm. Also al dente sind die nicht. Aber ohne Scheiß, das on the go. Also ich habe halt eh keine Ansprüche. Ich esse Ravioli kalt aus der Dose. Ist voll okay. Also das ist nichts, was ich mir im Restaurant nochmal bestellen würde, wenn ich das im Restaurant bekommen würde. Ist so auf einer Stufe mit Dosenravioli, finde ich. Ja, ich hoffe, das zweite ist besser. Obwohl, das hört sich auch ein bisschen komisch an, ne? Also ich muss sagen, der Cake, der war eine 10 von 10. Vielleicht ist er auch in einem anderen drin. Hoffentlich. Was würdest du sagen, vielleicht zum Deutschen? Mit dem Hintergrundgedanken, beim Deutschen hatten wir 3 für den ganzen Tag. Mhm. Fand ich das Deutsche, glaube ich, besser. Ich muss sagen, hier das hier, da fand ich das Deutsche auch besser. Da das jetzt ja doch weniger war als beim Deutschen. Wir werden auch das Große von der französischen Armee werden wir auch nochmal aufmachen. Da ist dann 3-mal so viel drin. Wir machen aber heute auch wieder nur das von der US Army. Aber da das ja... Oh, das dampft noch immer hier, das Zeug. Ja. Nicht in Müll.
Ist doof. Ja, oh, fuck die. Scheiße, scheiße. Länder. Ja, was, Elender, was soll ich machen, wenn das ausläuft? Nicht anpacken. Also da. Ja, da kam die weiße Wichse raus. Das war das Wasser von der Reaktion. Sie nur sagt, Elender, was soll ich machen? Da kommt grünes heißes Wasser raus. Soll meine Hand da runterhalten aus? Ja, nicht bewegen einfach. Ich hab's nicht bewegt. Wohl. Ich mach schon mal das nächste auf. Ja. Hier ist auch noch Müll. Du bist Müll. Also das nächste ist Menü 7. Sprich es, lese es mal auf Französisch vor. Na, erstmal mal hier die Crackies weg. Finde ich, dass das hier so aussieht wie bei dir zu Hause in der Küche? Bitte? Hast schon richtig gehört. So, es gibt Lanière de Bœuf en sauce tomate. Sehr gut. Und auf Englisch? Beef Strips. Beef Strips in a savory tomato-based sauce. Also hier sind unsere Beef Strips drin. Spürt man auch wieder leicht durch die Packung. Sind aber sehr kurze Beef Strips. Aha. Oh nee. Was? Peppermint. Oh, wir haben die Kaugummis noch nicht probiert. Müssen wir nachher machen. Ach scheiße, ich habe die Müll getan. Warum? Weil du mir die nicht weggenommen hast. Die sind doch hier. Ach. Ja, dann machen wir am Ende Kaugummis. So, hier war drin Peppermint Candy Rings. Pfefferminz Candy Ringe. Dann wieder unser Bag mit Gewürzen, Kaffee und zwei anderen Kaugummis. Das sind dann Pfefferminz, oder? Mhm. Dann haben wir einen White Wheat Snack Bread TFF. Was auch immer TFF ist. White Wheat Snack Bread. The fuck? Oh mein Gott! Peanut Butter? Hoffentlich noch Jelly. Dann ist Peanut Butter Jelly Time. Heating Bag. Ach, hier sind noch die Mashed Potatoes. Oh. Also haben wir da noch zwei Bags oder beides in eins? Blackberry Jam. Oh mein Gott, wir können ein PB&J machen, Steve. Was ist das denn? Cappuccino. Irish Cream Cappuccino Instant Powder. Cappuccino aus Pulver? Okay, dann machen wir die heiße Mahlzeit wieder am Ende. Oh, was ist das? Cranberries. Das war's. Und fangen wir damit an. Also Slice Cranberries. Sieht so aus. Cranberries sind Himbeeren, oder? Nein. Erdbeeren? Nee, Cranberries sind einfach Cranberries. Was sind denn Cranberries auf Deutsch? Ja, die mag ich nicht so gerne. Also schmeckt so, wie das aussieht. Die sind sehr süß. Ich glaube, die sind hart gezuckert. Also die würde ich mir in Müsli reinschmatzen, so als Snack glaube ich nicht. Okay, dann machen wir lieber nochmal die Peppermint Candy Rings. Wie? Aber was ist das denn für ein Schmutz? Das sieht aus wie so ein Abdichtungsring. Junge, das sind einfach so Pfefferminzbonbons. Aber 10 Stück. Was will ich denn mit 10 Pfefferminzbonbons? Ja, das riecht einfach straight up nach Pfefferminz. Das ist nach dem Essen geil. Ich wollte gerade fragen, ob du mir eine Hälfte gibst. Warum denn 10? Da sind noch Kaugummis drin. Warum denn 10 Stück für einen Tag? Da kriegst du doch die dicke Scheißerei danach, oder nicht? Hast du den jetzt einfach gekaut? Wir haben noch drin. Ah, okay. Soll ich kauen? Ah, oh, der ist hart, ey. Mach die mal nicht. Okay, dann machen wir jetzt das Brot mit Peanut Butter und Blackberry Jam. Also lecker sind die halt, aber... Ich weiß nicht, warum du da 10 Stück an einem Tag von haben möchtest. Also hier haben wir ein White Wheat Snack Brett. Mhm. Sieht genauso ja aus wie der Hardkeks. Nee, ist aber, schön weich. Oh, das wird eine lecker. Aber voll wenig. Guck mal, man hat so viel Aufstrich. Ich mache jetzt ein gutes PB&J, okay? Geh mal ein Messer her. Ja, pass mal auf. Ich mache den PB&J, Steve. Oh, also ein guck Brot. Mal. Er schreibt, wir mussten damals jemandem $200 geben, damit er die Mashed Potatoes so isst. Die sind echt hart an der Grenze. Dann freue ich mich darauf. Aus Steve, wenn ich eins kann, dann ist es ein gutes PB&J-Kredenzen, okay? Echt? Hast du das jemals schon mal gemacht? Ja. Ich habe mir in der Schweiz mal, da gab es im Supermarkt, im Mikro, gibt es Toast, kannst du kaufen, in so einer typischen Toastpackung, aber schon mit abgeschnittenen Rändern. Ah, okay. Also nur das Weiße vom Toast. Und dann dachte ich, geil, jetzt mache ich mir mal wie die Amis so ein richtig geiles PB&J. Und dann habe ich noch drei Stufen beim Toaster getestet, was die richtige Bräune für den Toast ist. Und da habe ich mir wirklich auf Kante immer mein PB&J geschmiert. Mhm. Guck, du musst es nämlich so machen. Nicht zu doll, nicht zu viel Druck. So,
So richtig liebevoll. In alle Ecke muss ein bisschen Pibi. So, guck, dann hast du hier deinen Pibi. Und dann kommt dein Jay drauf. Das ist leider Blackberry Jam. Ich hätte lieber Strawberry Jam. Bäh. Lennart. Bäh. Die kann man gar nicht zerstreichen. Das ist ja ekelhaft, ey. Mach du mal das. Nee, mach das noch kurz drauf. Nee, nicht so viel, bitte nicht. Lennart. Ich will nicht so viel, ich mag das nicht. Weißt du doch gar nicht. Ich sehe, wie das aussieht und hab schon keinen Hunger mehr. Dein PB und Jay. Bitteschön. Okay. Hm. Boah, die Erdnussbutter ist geil. Mhm. Das Brot auch. Wenn du nicht schaffst, musst du nicht, ne? Doch. Das war wirklich sehr safe. Ich mach mal die anderen Kaugummis raus. So, wir versuchen das jetzt nochmal. Aber jetzt musst du mal Stopp sagen, Lenny. Du musst... Ich konnte nicht Stopp sagen. Du hast schon einen halben Liter da reingekippt, bevor ich Stopp sagen konnte. Nicht. Dann mach die Augen auf. So, dann muss aber beides jetzt rein. Oder ist mal eins davon kalt, die Beefstrips? Nee. Also beides. Oder? Passt da überhaupt beides rein? Wollte noch nicht, aber wir haben nur einen so ein Heating Bag bekommen. Dann wird da wohl voll Wasser nehmen und reinspucken. Ich kann unser isotonisches Getränk da reintun. Hier, Steve, ich zeig das nochmal. Hier ist die Linie, ja? Das ist nichts, nicht. Das ist randvoll. Ich sehe es halt nicht, wenn ich von ja, dann mach tröpfchenweise. Nicht wieder ausrasten. Mehr, mehr, immer mehr. Mehr, mehr. Ich sehe es nicht. Du musst wirklich Stopp sagen, Lenny. Ich sehe keinen Strich. Mein Gott. Wo sind wir denn? Alter, nee, mehr, immer mehr, immer mehr. Nein. Oder? Das ist schon voll. Nee, da, guck da. Ja, ist doch okay, okay so. Okay, okay. So, dann schütteln. Scheiße, ich habe das noch nicht gefallen, Steve. Nein, nein, nein. Jetzt fängt das schon an. Schon an zu kochen. Fuck, fuck. Steve, ich kann nicht so schnell. Oh Gott. Steve, es passt nicht. Oh, du Scheiße. Steve! Das raucht schon voll. Es geht nicht. Es geht nicht. Mach da rein jetzt. Es geht hier nicht. Irgendwo, ich dock an hinten. Ich dock an. Okay, ohne. Abbruch, Abbruch. Das dampft schon voll. Ja, soll ich pusten aus? So, fertig. Boah, das ist aber krasser als das andere. Wie das aussieht. Meinst du, Papa guckt zu gerade? Papi, der Tisch brennt. Guck mal, das ist echt am Kochen, ne? Ich weiß nicht, was man im Stream sieht, aber hier hinten blubbert das richtig. Ja, und jetzt warten wir 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir hier den Irish Coffee mal machen wollen. Guck mal, hier gibt es noch Irish Cream Cappuccino Instant Powder. Das machen wir aber dann mal nach Anleitung. Blablabla. Achso, hier muss man bis hierhin reinkippen. Ja, aber ist ja dann kalt. Ja, geh nicht. Kannst du nicht das warme Wasser von da gleich da rein? Nein, das soll man nicht trinken. Das ist weiß. Aha. Add hot or cold water to fill line. Also wenn Eskradin sagt, er will das unbedingt wieder haben, scheint das geil zu sein. Ja, sollen wir das reinmachen, das Wasser? Das kalte. Ja. Ja. Also ich mag Heißgetränke ja eh nicht so gerne, wie du weißt. Lol. Es riecht ein bisschen nach Karamell-Cappuccino. Boah. Okay, Steve, die Linie ist da. Ja, die sehe ich ja von außen nicht. Ja, dann kipp und ich sag Stopp. Stopp? Ich sehe es halt auch nicht so. Hä, wie soll's das sehen? Der ist nicht durchsichtig. Na, wird schon passen. Ist ungefähr da. Hast ein bisschen mehr vielleicht gemacht. Nee, ist okay. Hast du noch ein Glas oder so, wo wir schön reintun können? Ich kann das ausspülen. Ja, mach mal. So, ich bin gespannt, was da rauskommt. Irish Cream Cappuccino. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so mit aus. Ich weiß nicht, was ein Irish Cream Cappuccino ausmacht. Aber Cappuccino aus Pulver kann ich mir nicht vorstellen. Boah, Lenny, hier stinkt das so krass dran, ne? Ich rieche gar nichts. Doch. Ich krieg gute Laune gerade. Das, das riecht hier richtig nach so Chemie. Ja. Bah. Ich habe mal die Tür offen. Boah! Gesehen. Ja. Geil, oder? So, Achtung, unser Irish Cream Cappuccino. Mhm. Nee.
Junge, wie vom Starbucks. Aber ein bisschen wenig, wa? Das ist geil. Zeig mal. Das ist wirklich geil. Ja. Das ist richtig geil. Das ist echt lecker. Das ist wirklich lecker. Es schmeckt wie ein richtiger Cappuccino für mich. Ja. Wissen wir was? Ja. Gut. Hä, wie kann das denn so schmecken? Da ist drin Zucker, Instant, Non-Fat, trockene Milch, Non-Dairy Creamer, Mono and Dignisereides, Dipotassium, okay, das ist die Chemie. Aber das schmeckt wirklich gut. Neue Partnerschaft mit Militär, MAIs. So, also da sind es drin. Einmal Beef Strips, einmal Mashed Potatoes. Heiß ist es auf jeden Fall. Scheiße, das ist hart, stark, Steve. Also was nach unten? Die Mashed Potatoes, oder? Ja. Das sind die. Das sind sogar Garlic Mashed Potatoes. Weißt du, was Garlic ist? Knoblauch, oder? Ja. Hui, guck mal. Guck mal die Konsistenz an. Das läuft ja von alleine raus. Aber man riecht schon Knoblauch. Ja, Knoblauch riecht man wirklich krass. So, und jetzt kommt das gute Zeug. Unsere Beefstrips. Boah, das riecht wie Hundefutter. Ich riech noch gar nichts. Okay. Also rein optisch eher so Richtung 2 von 10. Erstmal Mashed Potatoes, oder? Mhm. Also wenn die jemanden dafür $200 geben mussten. Boah. Bah. Boah. Alleine vom Riechen will ich das schon nicht essen. Was ist das denn, Alter? Nee. Also das mundet aber nicht. Ich hoffe, die Beefstrips sind besser. Aber was ist das? Wie kann man denn Mashed Potatoes so kaputt machen? Ja, das schmeckt ja wie so richtig. Das schmeckt einfach wie so Dosenfutter halt schmeckt. Was ist denn mit den Mashed Potatoes passiert? Also deswegen sagte Meskradin, der hat einmal 200 € gegeben, dass man das kalt isst. Das schmeckt heiß schon scheiße. Was ist das denn, ey? Also das ist wirklich, wirklich ekelhaft ist das. Also das ist wirklich das schlechteste Essen von allen. Mit Abstand. Weil ist das besser, wenn man das vermengt? Nee. Ich glaube, da machst du dir nur das Gute mit kaputt. Das übertüncht das halt. Ja, ja. Aber das schmeckt echt gar nicht. Wobei in der Mitte war lecker. Nimm mal einen aus der Mitte. In der Mitte schmeckt das irgendwie anders. Nee, doch. Boah, das geht so ekelhaft. Scheiße. Hätte klappen können. Also mit. Warum sollte das in der Mitte anders schmecken? Naja, also das ist wirklich lecker. Also das Fleisch mit den Beefstrips ist noch okay. Das schmeckt halt auch so wie. Also wie Dosenessen halt schmeckt. Ja. Aber die Mashed Potatoes sind es wirklich nicht. Also jetzt will ich auch ein Kaugummi haben. Also das, vielleicht will Papa das noch naschen? Nee, glaube ich nicht. Aber das, also das ist wirklich, also ich bin jetzt auch satt vom Essen. Also ich würde das Fleisch noch problemlos essen. Aber die Mashed Potatoes, die sind wirklich kacke, ey. Da habe ich echt mehr drauf. Was ist das? Was ist denn da so? Nee, also es schmeckt auch gar nicht wie Mashed Potatoes. Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Die Konsistenz ist auch so komisch. Gib mal, da war doch so ein Zettel dabei, so ein kleiner, oder ist der schon weg? Da ist irgendein ganz komischer Geschmack drin. Und das meintest du, Eskradin, oder? Dass da irgendwas Scuff dran ist? Das Cream Cheese drin? Boah, keine Ahnung, irgendwas ist da richtig komisch mit. Nee, also das war wirklich scheiße. Ja, dann lass jetzt die Kaugummis probieren. Also, willst du erst Zimt probieren oder erst normal? Das ist Zimt. Mhm. Ich habe in meinem Leben noch kein Zimt-Kaugummi. Aber voll viele kennen euch das von euch. Big Red von früher. Mh. Geil. Ist okay, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das Zimt mit Kaugummi funktioniert. Das ist geil. Als wir auf Curaçao waren, da haben die auf alles Zimt gemacht. Ne? Ich habe mir einen Kaffee geholt, die haben da oben Zimt drauf gesprüht. Dann haben wir uns Zahnpasta gekauft, weil wir keine mehr hatten. Und das war auch Zimtzahnpasta. Mhm. Aber das war richtig ekelhaft, weil da musstest du mit dem Geschmack so schlafen gehen. Okay, und jetzt das Nächste. Ja, Kaugummi halt, ne? Da muss ich dann tatsächlich am Ende sagen, wobei für Peanut Butter und Jelly war das schon worth. Ja, und das war gut, das stimmt. Das ist wirklich nicht geil.
Und warum 10 von den Luichis drin sind, weiß ich auch nicht, aber die sind gut, immerhin. Mhm. Die sind lecker. Also wenn ich das mir reingefegt habe, dann bin ich auch froh, dass ich 10 Pfefferminz-Dinger habe. Zum Geschmack übertünchen. Das waren die beiden Ami-Dinger. Also das hat das für mich gekillt hier. Ja. Ansonsten das Peanut Butter Jay war geil. Die Sweets, die waren geiler. Der Kuchen war ultra geil. PB und Jay war geil. Die Sachen haben die Deutschen besser gemacht. Ja. Also bin ich overall even ungefähr, würde ich sagen. Mhm. Siehst du Deutschland vorne? Ja. Okay, Steve sieht Deutschland vorne. Beim nächsten Mal, das wird noch ein paar Wochen dauern, gehen wir hier rein. Hat SKD uns auch geschickt, das ist von dem französischen Militär. Eine Ration de Combat Individual Chefferfobel. French Individual Reheatable Combat Ratio. Ration. Guck mal, da gibt's Ravioli. Ja, da ist drin. Ready cooked dishes. Pork cheek with raviolis. Zum Starter gibt es Tuna in Pickled Sauce. Ja, eine Suppe. Ein Milky Dessert. Salted and Sweet Biscuits. Geil. Coffee Tea oder Chocolate. Ein Müsli. Ein isotonisches Powder. Nougat oder Fruit Jelly. Auch gut. Eine Energy Bar. Eine Chocolate Bar. Jam. Packet of Tissues. Ein Reheating Kit und Water Purifying Tablets. Voll gut. Und da haben ganz viele gesagt, die Franzosen würden es am besten machen, das wäre wie ein 5-Gänge-Menü im Restaurant. Das haben wir uns zum Ende hin aufgehoben. Ich habe noch nie Schweinebacke gegessen. Das ist Cheek, ne? Ja. Aber warte mal, ist Cheek die Cheek oder Arschbacke? Ne, Cheek sagt man zur Gesichtsbacke, oder? Ich glaube, ja. Ja, ist das Arsch oder Wange? Cheek sind Wangen, okay. Ja, das gibt's dann beim nächsten Mal. Ja, hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Vielleicht gibt es ja noch von anderen Nationen sowas. Wenn euch das anbockt, dann können wir da uns mal weiter durchfressen. Aber das hier hat wirklich abgestunken. Also, ich habe echt nicht hohe Ansprüche, was Essen angeht. Wie gesagt, ich esse Ravioli aus der Dose. Aber das war echt nicht lecker. Das hätte ich auch im Flugzeug liegen lassen. Okay, ja, dann danke an die Leute, die es auf YouTube sehen. Lasst gerne Feedback da, ob ihr Bock auf mehr habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in ein paar Wochen mit dem französischen Meal. Oh mein Gott, Eskrin schreibt, ich habe schon welche besorgt. Pakete kommt bald, Polen zum Beispiel. Ach, boah, du Scheiße. Cool. Okay. Hast du in Polen dabei? Prinz Polo? Autoschlüssel. Nee, weiß nicht. Spannend wäre mal so Mongolei oder sowas. Sowas ganz weit weg. Ja, ja, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.